Ada ist zurück im Labor auf der Insel, wo die Regeneradores gehalten wurden. Einen haben wir am Ende des letzten Parts schon zu Gesicht bekommen, der uns einfach mal hinter einer Ecke überrascht hat. Hier gibt's jetzt sicher noch mehr. Stellen wir uns ihnen. Okay. Jedenfalls ist hier ordentlich was zu Bruch gegangen, nachdem Leon hier durchkam. Wir müssen auch noch die zwei Schmuckkäfer finden für den Händler. Ist das einer? Das klingt irgendwie so falsch. Nein, es ist einer. Warum müsst ihr euch immer auf den Boden hauen und dann herumschlabbern wie ein Fisch am Trockenen? Vor allem, wie kann das sein, dass ich den Parasiten nicht erwischt habe? Ah, und da ist Schmuckkäfer Nummer 1. Gut. Da muss ich ja auch noch durch können dann. Sonst wäre es nicht gelb angemalt, ne? Frage ist eher, haben wir hier jetzt noch einen Dude in einem Leichensack hängen? Nein? Nein? Bevor ich das aber hier aufnehme, schaue ich mich noch einmal ganz gut um. Ja, Pistolenmuni, was brauche ich Pistolenmuni? Hast du das jetzt hingesteckt, Ada? Einfach mal in den Arsch geschoben, oder was? So unter das Kleid? Jupp! Das musste ja so kommen. Ich erwarte nichts Gutes.
Das war aber kein Regenerator. Was zum Geier? Das klingt, als hätte einer von den Soldaten gegen eine harte Verstopfung. Aber so richtig hart. Ach, so einer ist das. Erwischt. So, muss ich da noch einmal rein jetzt? Nein, oder? Ich meine, hier ist ja nichts mehr. Nein. Okay, jetzt muss ich da den Weg außen rum gehen. Durch die Küche wieder. Die halt jetzt dunkel ist, natürlich. Was machen wir uns? Was machen wir uns? Blindenmuni dieses Mal, weil ich glaube, jetzt war es mit den Regeneradores fürs Erste. Wohl irgendwas grunzt da in der Entfernung ja eh schon wieder. Okay, da ist ein Schatz, nicht übersehen. Ah nein, das ist doch noch einer. Okay, nehmen wir mal den Forellenbarsch, den wir gleich gefunden haben. Erwischt. Ja, ja. Schon gut, Junge. Schon gut. Oh Gott, jetzt haut er sich wieder am Boden. Typ, bitte. Komm, steh wieder auf. Mach hier nicht auf Flunder. Jetzt geht mir die Gewehrmunition wieder aus. Vor allem, es war nicht mal der letzte. Oh shit. Na klasse. Oh shit. Ein Iron Maiden. Juhu.
Wieso erwischt das nichts von den Dingern? Ja, cool, klasse. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dumm werden hier. Und die sind auch noch so schnell. Ja, cool. Keinen einzigen getroffen. Gibt's mir irgendeine Gewehrmunition? Gott sei Dank. Wenn halt nichts nützt gegen die Viecher, außer die Gewehrmunition. Das ist aber böse. In dieser engen Küche Iron Maiden hinzupappen, das ist echt böse. Wenigstens kann ich jetzt nicht behaupten, ich hätte nicht mehr zu wenig Platz. Okay, gut, da so weit zurück bin ich ja schon mal gegangen, gut. So, da nicht den Schatz vergessen, der hier sein müsste. Okay, und dann wieder rauf. Aber wo ist der zweite scheiß Schmuckkäfer? Er sagte, irgendwer hat ihn geklaut. Es hieße doch, es müsste ein Gegner ihn haben. Nicht zum Lesen. Gut, das sind wir wieder zurück. Okay, falsche Richtung. Du bist eine, die anpackt. Das sehe ich. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Im Grab bringt dir dein ganz perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Ja, aber es fehlt noch immer der zweite.
Arbeit ist das eben Voraussetzung. Hier, wie du es haben wolltest. So, gut, jetzt ist einmal da alles auf. Bist du beeindruckt? Bei Stufe 3, bis auf die Feuerrate von der Stingray. Okay. Wäre das dann alles? Ich halte die Augen nach Waren offen, die du gebrauchen könntest. Wo ist dieser zweite dumme Käfer? Was wollte ich? Ach ja, einen Goldlux einsetzen. Oh, natürlich habe ich mir nicht gemerkt, was besser ist. Drei gleiche Farben, oder... Okay, gut. Drei gleiche Farben hätten zwar ein höheres Trio, aber wenn ich die zwei gelben einsetze und einen Alexandrit, müsste es trotzdem mehr sein, weil die Rubine halt weniger wert sind. Ja, da haben wir jetzt 42.000. Okay, weg damit. Ja, und 41,6, weil die gelben halt viel mehr wert sind. Da bringt mir auch der 3-Farben-Bonus nichts. Fingerspitzengefühl, Fremde. Auf die Details so, kommt's an. Wirst schon soll sehen. Ich die Armbrust erhöhen? Ich weiß nicht. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Probier mal, ob's passt. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde. So. Kann ich sonst kommen? Jederzeit wieder. Schaffen wir dadurch wieder mal ein bisschen Platz. Wenngleich wir eh keine Munition für die Stingray haben. Okay. Wir gehen jetzt noch einmal zurück. Hinunter in die Inkubationsstation. Weil, wie gesagt, ich will nicht den Käfer verpassen, den zweiten. Und anscheinend sollte dort noch ein Regenerator sein, der das Ding in sich hat. Go! Was zum Teufel? Wo kommst du denn her? Aha, ja klar. Warum auch nicht? Junge! Ada, sag einmal, was soll der Bullshit? Wieso machst du nicht deinen Messerangriff, wenn man nah genug dran ist? Really? So. Wo ist hier jetzt noch einer? Ach, da steht noch einer drinnen. Ja klar, und das ist genau das Ding, auf das ich nicht geschaut habe. Jesus fucking Christ.
Toll, ein Schuss nur noch. Den darf ich halt jetzt nicht versemmeln. Gut. Okay. Gott sei Dank. Aber dass da jetzt nochmal so ein Kuhmann mit dieser Schnellfeuervorrichtung herumsteht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, weil ist uns der wenigstens nicht entgangen. So, dann jetzt zurück zum Händler. Den Auftrag erledigen. Ist Gott sei Dank nicht weit. Nur zweimal ums Eck. Einmal. Und zweimal. Wenn ich dich sehe, geh willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Gut gemacht, Fremde. Gute Arbeit. Ja, aber ich meine, was mache ich mit den ganzen Spinellen jetzt noch? Ich kann sie ja mir nicht gegen nichts mehr Intelligentes eintauschen. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Total sinnlos. Kleinigkeit. Hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, ob's passt. Ich hab nur die Wirklich? Feinste. Stirb mir da draußen nicht weg. Oh, und Munition ist gut, aber aus. So, na dann geht's weiter. Egal. Hauptsache, ich passe durch. Ja, du bist ja eh schön schlank. Was haben wir denn jetzt wieder? Okay, draußen. Was? Ich habe einen Schatz schon wieder übersehen. Ach, Kacke, nein. Da komme ich ja auch nicht noch einmal hin zurück, oder? Da komme ich... Ja, und da ist zu. Da komme ich nicht noch einmal hin zurück. Ach, crap. Wie kann ich denn den übersehen haben? Menno. Oh Gott, das ärgert mich jetzt. Vor allem, wo sind die restlichen? Okay, da drüben sind 1, 2, 3, 4, 5. Und da ist einer 6. Okay, 7, 8. Oh Gott, das ärgert mich jetzt. Ich werde nachher nach dem Part schauen, ob ich nochmal zurück kann, aber ich befürchte halt nicht. Das ist jetzt echt ärgerlich.
Nicht gerade unauffällig, aber das lässt sich wohl nicht ändern. Baubericht Antennenanlage. Die Errichtung der hochempfindlichen Antenne auf der Nachbarinsel ist abgeschlossen. Sie wird es uns endlich ermöglichen, die Aktivitäten feindlicher Organisationen inklusive derer der US-Geheimdienste abzuhören und zu überwachen. Jetzt haben wir unsere Ohren überall. Zunächst werden wir damit Informationen sammeln, die für den Tag der Entführung relevant sind, und einen Plan ausarbeiten. Unsere Erfolgsaussichten sind besser denn je. Wir werden der ganzen Welt zeigen, wie ineffektiv, löchrig und überholt das Sicherheitsnetz unseres Staates ist. Jack Krauser. Ah ja, und da haben wir einen Teil, den es auch im Originalspiel gab, der auch vermisst wurde von sehr vielen, nämlich die Gondelfahrt und während der man auf den jeweils anderen Gondeln die Gegner abschießen muss. Aber das werden wir jetzt dann im nächsten Part machen. Ich werde jetzt noch einmal zurückschauen, ob ich diesen Schatz holen kann, bevor ich da nämlich reingehe und dann ganz sicher nicht mehr zurückkomme. Ich werde ihn auf jeden Fall am Anfang des nächsten Parts zeigen. Es heißt nur, entweder kann ich ihn jetzt gleich holen oder ich darf wieder mal einen großen Teil noch einmal nachspielen. Was ärgerlich ist. Dann wird dieser Part jetzt etwas kürzer. Egal. Wir sehen uns wieder bei Resident Evil 4. Ja, ich bin auch genauso aus Saaten wie du, Ada. Keep gaming.